Ein Hallo und ein herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Mario Gusab 2. Mir fällt mal gerade so nebenbei nur so auf, ne? Dass da links Wasser im Animation sind und rechts nicht. Sieht lustig aus. Ist aber schade für den schönen Hack eigentlich bis jetzt. Im Auslass mit dem Pony, das will ich nicht vergessen. Und ich würde sagen, hier bei Red Switch Fork müsste es weitergehen. Weil ganz einfach, hier noch ein Secret Exit brauchen, ne? Das ist die Frage, wo haben wir hier ein Secret Exit? Ich meine, hier könnte das Secret Exit ja wow, du wirfst ja die Panzer. Das Secret Exit könnte ja überall sein. Und ich habe so ein ganz böses Gefühl. Wow. Du ganz böse. Woher soll ich denn wissen, dass mein Yoshi explodiert? Ja, okay, damit hat sich, glaube ich, die Sache mit dem Secret Exit geklärt. Nee, Moment, eben nicht. Ach, vielleicht brauche ich auch nur den... Vielleicht brauche ich auch einfach nur den roten Switch. Das ist auf jeden Fall eine Röhre. Und die Blume nehmen wir nicht an. Warum, ist ja klar, weil wir haben noch eine Feder in petto. Und... Ja. Banzai Bill. Wo müssen wir lang? Wieso mache ich das Level eigentlich jetzt nochmal? Ah, gut. Ach, da oben kann ich stehen. Okay. So. Soweit, so gut. Weg ist Yoshi. Und auf einmal ist da ein Chuck. Na, danke. Batz. Kriegst auf die Fresse, kleines Drecksding. Ich arbeite eigentlich selber jetzt gerade am Hacken. Ich hatte die Lust wieder zum Weiterbauen, getrieben, sage ich mal. Hab auch das erste Level soweit fertig. Bin momentan beim zweiten dran. Und ich muss sagen, es läuft eigentlich gerade gut. Also mit den Levels. Das erste ist schön, aus meiner Sicht gut geworden für einen Anfänger wie mich. Ich bin ja nicht hier der Extra-Pro. Meine Custom-Musik habe ich reingekriegt. Nach langer, langer Zeit. Ich glaube, ich habe jetzt einen halben Monat dafür gebraucht, um das rauszukriegen, wie ich das genau mache. Und jetzt habe ich es auf jeden Fall. Und das... Oh Gott, du bist ja schnell. Und das ist eigentlich auch schön. Weil dann kann ich jetzt das nächste Level anfangen. Also das zweite. Ich überlege auch, ein Overworld zu erstellen. Alles mal gucken, wie ich das mache. Und dann sehen wir weiter. Wie gesagt, das Level kennen wir eigentlich jetzt schon. Ist halt nichts Interessantes jetzt dabei. Deswegen wollen wir ein bisschen hier durchwaschen. Und diese Banzerbild, ne? So. Und nun gehen wir ins Geisterhaus. Ghost Playing. Wow. Ja, wir müssen Yoshi loswerden. Super. Adieu, Yoshi. Da gehen wir rein. Und was haben wir hier? Interessant. Was haben wir in der anderen Tür? Wir haben hier zwei Türen gehabt. Und was ist hier? Oh Gott. Aber das mache ich lieber... Nee. Ich mache das andere. Das ist mir lieber, als 1000 Geister zu haben. Und drauf spinjumpen können wir jetzt auch nicht mehr, oder wie? Oh Gott, oh nein. Runtergefallen. Komm da hoch, danke. Müssen wir wieder nach oben, oder wie? Ne, wir müssen da rüber. Natürlich, natürlich. Natürlich, warum? Warum einfach machen, wenn es auch schwer geht? So. Ah, Feuer vorbeiziehen lassen. Und dann kommen mir genau drei Eris in den Weg. So, jetzt scheiße ich drauf. Ab mit der Feder. Ich verliere ich sie. Und wenn nicht, dann halt nicht. Und jetzt ist sie weg. Punkt um. Sie ist tot. Endgültig tot. Feder weg. Ich bin wieder... Du blödes Mistvieh. Mann, dann werden wir halt klein! Das habe ich gar nicht gemerkt, dass da ein Dings ist, obwohl, wenn wir schnell genug sind. So, ein bisschen. Da gönnt uns niemand, dass wir ein bisschen so extrem ein bisschen abkürzen. Ist nicht nett von dem Spiel. Nö. Aber die Sprites gefallen mir. Also, vor allem.
Ja. Okay. Ja, du kommst bis dahin. Das steht auch voll auf deiner Stirn geschrieben, dass du bis dahin kommst. Jo, ich kenne dich doch schon. Komm her, schieß. Und schieß halt nicht und lass mich hier zögern, wann dieser verfickte Harry kommt. Oh nein. Komm her. Da ist er schon. Komm her! Und warum komme ich da jetzt nicht drauf? Ist mir heute das nicht verdankt? Mein Gott! Die Stelle macht Probleme. So. Einmal so. Und jetzt spuckt das scheiß Ding auch wieder Feuer. Oder auch nicht. Ja genau, spuck einfach mal Feuer, wenn ich drauf springe. Muhaha. So, und jetzt? M für Mittelpunkt. Marius Mittelpunkt. What the? Nicht noch ein Boss. Noch ein Geisterboss. Und das bewegt sich hier. Das gefällt mir gar nicht. Was sind das für Striche da auf dem Boden? Komm her. Danke. Du machst das ein ziemlich... Ich denke mal, die Striche darf ich nicht berühren. Die deuten das auf jeden Fall an. Ja, ja, komm her. So, der Boss ist einfacher, Fragezeichen? Ich weiß es nicht wirklich. Ja, das war... Und... Nicht berühren. Oh Gott. Nicht berühren. Ganz böse, will mich töten. Ja genau, verzieh dich! Okay, okay, okay. Dann verzieh dich halt. Ha, wir haben getroffen. Ich hab's gehört. Menschenskinder. Jetzt haben wir nicht getroffen. Ist auch völlig egal. Ich meine, hier ist so eine... Kannst du mir sagen, wie das abplant, dass wir genau da reinfallen? So. Wenn jetzt alles stimmt, nach Berechnung, nur noch einmal. Ich meine, wenn man den Boss einmal gemacht hat und... Der dann noch so blöd ist, ne? Luftspringer! So. Ich meine, Dings, der erste war schwierig, weil es halt ein bisschen nerviger war. Das war nicht so nervig, weil, keine Ahnung, die Blöcke waren alle auf einer Höhe, war nicht schwer hochzukommen. Ich glaube, ich habe ins Mikrofon reingepustet. Das wollte ich nicht. Fake, fake, derp! Ja, ja. Was um Himmels Willen? 130 Schlüssellöcher und alle nur... Aber einer... Was? All, alle außer einer sind fake. Ach du Scheiße. Das ist nicht dein Ernst. Und wo ist der Schlüssel überhaupt? Das ist eine Riesenwelt. Oh, so viele Schlüssellöcher. Darf ich mich nicht berühren? Ah doch. Ohohoho. Was ist das für geile Musik? Nein! Das Ding hat mich fast erwischt. Und Riesen... Was schießt der da? Es sind keine Banzai-Behälter. Es sollen kugelig sein, bestimmt. Ja, okay, das klappt nicht. Ey, wenn es also groß kommt, kommt man sich auf einmal viel größer vor. Aber höchst interessant, das klappt also auch nicht. Und, nötig? Fragezeichen. Schieß seine Banzai-Behälter! Los! Und, oh Gott, sind die groß. So groß! Alles so riesig. Und wir können die doch zerstören. So. Und hier sind so viele Schlüssellöcher. Ich sehe das, also, wo weiß er, hat er nachgezählt, dass das 130 sind? Hier ist ein Pilz. Aber wo ist der verdammte Schlüssel? Da ist der verdammte Schlüssel. Sowas ist krank. Sowas kann man auch nicht zum Spielen anbieten. Das ist noch so ein blauer Spacken. So. Fake, okay. Fake, fake, wir gehen erstmal zurück. Fake, fake, mein Gott. Die beiden fake, der ist auch fake. Fake, fake. Oh Gott. Fake.
Fake, Fake. Oh Gottes Will. Ist das nötig? Der oben ist echt. Na, doch nicht. Wie soll man wieder zurückkommen? Mal danach gedacht. Also. Fake. Fake. Auch da oben ist ein Fake. Scheiße aufs Kleinsein. Mein Gott, so viele Fakes. Oh Gott. Und es gibt bestimmt am Ende noch so ein richtiges Ziel. Oder vielleicht kommt danach noch ein zweiter Raum. Und dann können wir nochmal 200 Schlüssellöcher absuchen. Welches echt und welches falsch ist, aber... Hier ist ja alles falsch. Falsch, falsch. Da oben vielleicht? Falsch, mein Gott. So viele falsche Schlüssellöcher. Wer macht sowas? Falsch, beide falsch. Genau, jetzt sitze ich in der Falle. Der ist der auch alle falsch. Falsch, falsch, da oben der vielleicht. Falsch, falsch. Gefunden. Piu. Okay, wo führt das hin? Ach so. Oh. Ho, 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 ho. Okay, dann müssen wir aus The Sam Crafty Ninjis. Haben wir wenigstens einen Kreis voll. Rote Ninjis. Ich glaube, da darf ich nicht draufspringen, oder? Doch. Ich darf auf die roten Ninjis draufspringen. Und das ist ein Frump. Eine Sch... Was sind das für... Was ist das? Ist das Wasser? Da kommt Wasser. Ja, und dann... Ist das so gedacht? Was geht da so ab? Ja, genau. Du hast auch keine Hobbys. Du hast keine Hobbys. War ja gar nicht so schwer. Da unten ist ein P-Switch. Und da ist noch so ein Ninji. So, den P-Switch holen wir uns natürlich. Ist ganz einfach. Verdammt. Ist immer noch ganz einfach. So, da haben wir noch schon. Wofür brauchen wir einen P-Switchy? Vielleicht... Ja, der geht auch wieder ab. Ninjis. Feuerbro. Sagte Feuerbro. Noch ein Ninji. Eine Mario-Münze, von denen es ja pro Level nur 3 gibt, anstatt 5. Und was ist das? LOL, das ist richtiges Wasser. Das ist Epic-Wasser. So, noch mehr Wasser. Und einfach mal oben lang gehen und hoffen, dass das Feuer einen nicht tötet. Und das ist der Mittelpunkt. Wow, wo kommst du denn her? Kommst einfach mal runtergesprungen. So. Oh, das Level ist aber ansonsten nett. Es ist, ich mag's. So viele Ninjis. Hier ist noch so eine Mario-Münze. Damit haben wir 2. Das Ziel ist immer näher. Hoffe ich auf jeden Fall. Ich meine, nur die 3 Mario-Münzen kommen, heißt ja nicht, dass das Ziel näher kommt damit. Kann auch sein, dass die 3 Mario-Münzen am Anfang kommen. Und dann, ja. So. Achso, hier ist eine Plattform, okay. Batz. Okay, ich will unten lang irgendwie. Ich weiß nicht, wieso. Yoshi! Yoshi, den wir verloren haben, ne? Da öffnet uns schon wieder die Chance, eine Feder zu kriegen. Und wir haben natürlich keinen Yoshi. Ist natürlich böse, ne? Es ist absolut asozial eigentlich von dem Spiel. Wow, dich habe ich gar nicht... Ja, geh noch mehr ab. Das ist knapp. Aber egal, ich nutze die Chance. Und suche mir einen weiteren Yoshi-Chance. Ob hier irgendwo ein Yoshi vielleicht ist. Wenn hier jetzt ein Yoshi rauskommt, dann... Ja, wäre ich glücklich. Oh, schön. Du kannst Feuer ab. Das sieht dir mal so richtig ähnlich. So. Und da sind noch 2 davon. Die können ja immer mehr ruhig werden. Wir haben ja genug Zeit, um uns diese wunderschönen scheiße Teile anzugucken. Warum bewegen sich manche eigentlich? Whee! Und Ziel erreicht. Mit 29 Punkten. Und jetzt holen wir uns vielleicht die nächste Feder. Es geht los. Da, 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 da. Oh. Das war peinlich. So, um Gottes Willen, das führt ja alles im Kreis. Frumpy McFrom. So, das will ich jetzt machen.